Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich einen neuen Loading Screen für euch. Oder beziehungsweise, falls ihr den noch kennt, den F1 Loading Screen. So, da gibt's jetzt die V4-Version. Also eine Update-Version auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück doch einfach mal an. Und joinen einfach mal auf den Server. Wir haben auf jeden Fall Musikunterstützung und wir können hier halt verschiedene Links mit einbinden und hier mit F3 können wir das Ganze dann auch komplett deaktivieren, ja, und wieder aktivieren. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach runterladen und einmal auspacken. Und ja, wenn ihr das Ganze auspackt, sieht das Ganze dann wie folgt aus. Ja, hat so einen ganz langen, komischen Namen. Den könnt ihr halt allerdings komplett umändern. So, das heißt, ich habe das hier Loading Screen unterstrich V4 einfach genannt. So könnt ihr das natürlich auch machen. Und ja, anschließend gehen wir halt einmal hier drauf, kopieren uns hier wieder den Namen raus, dann gehen in die Server-CFG oder in einer angelegten Server-CFG und müssen das Ganze hier halt mit Ensure und dann müssen wir den kopierten Ordnernamen hier eintragen. Speichern, ja, und da sind wir dann schon fertig. Jetzt gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen einfach nur noch diesen Ordner in den Resource-Ordner rein und somit haben wir das Ganze schon installiert. Ja, Server neu starten und ihr habt neuen Loading Screen. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die so Dateien an, wo wir was noch umändern können. Wir gehen einfach einmal in die Index und schauen uns hier nochmal das an. Und hier habt ihr die Möglichkeit, den Titel zu verändern. So, den haben wir ja gerade noch gesehen. Und alle Schwarzpakete könnt ihr natürlich auch umändern, wie ihr es möchtet. Ja. Aber viel zum Umändern haben wir halt in diesem Sinne nicht. Deswegen können wir da wieder rausgehen. Hier haben wir das Musikzeichen, was wir gerade gesehen haben. Also die anderen werden irgendwie nicht geladen. Genau. Hier haben wir die Audio. Ja. Und hier könnt ihr halt so bis 5 einfach alle austauschen, wenn ihr es wollt. Sind dann hier auch wieder MP3 Formate und den Namen einfach so lassen, dann also eure Musik so Datei dann einfach so umbenennen, wie das hier denn ist. Somit müsst ihr das im Script nicht umändern. So, da muss ich noch mal ganz kurz zwischenfunken, und zwar hatte ich vergessen, euch zu zeigen, wie ihr die Links umändert. Das macht ihr halt in der Index, ja, die einfach öffnen. Und hier können wir die Links dann einfach austauschen, ja, Discord, Instagram und so weiter und so fort, ja. Und ja, dann abspeichern und dann kommen die Leute auch zu euren Servern und Social Media, ne? Ja, und viel mehr haben wir auch nicht zum Umändern. Und ja, da sind wir auch schon wieder durch. Gut Leute, falls euch das Video so weit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.